uns jetzt von den Übungen mal was ausgedacht, sind so die Basics, die ihr alle kennt. Aber dass wir die Woche quasi, ich sag mal, eine Challenge veranstalten, jeden Tag, nächsten 5 Tage hintereinander, wo ihr euch fit macht für nächste Woche, wo es dann hoffentlich wieder weitergeht. Das heißt, ihr habt dann, könnt schon Samstag, Sonntag mal frei einplanen bei der ganzen Geschichte und nehmt euch, ich sag mal jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag vor, dass ihr euch mal richtig wehtut. Das Ding ist so gestaltet, dass jeder auf seinem Leistungsniveau arbeiten kann. Wir drehen das jetzt alles durch, die ganzen Sachen, und schicken euch jetzt jeden Morgen eine neue Challenge raus. Ihr habt immer eine Übung, die ihr 1 Minute durchführen müsst, dann habt ihr 1 Minute Pause und dann macht ihr die zweite Übung 1 Minute lang. Und davon versucht ihr so viele Runden wie möglich abzuspulen. Wenn ihr die Übungen macht in der Minute, geht es nach eurem Leistungsniveau relativ moderat an. Ja, wichtig ist, dass ihr im Grunde genommen die eine Übung durcharbeiten könnt und innerhalb dieser Minute nicht ständig eine Pause macht. Okay? Also die Minute relativ moderat durcharbeiten, dann die Minute Pause und dann wieder moderat durcharbeiten. Die Jungs, die quasi crossfit-mäßig trainiert sind, die können die Minute ballern. Das kriegen sie vom Lactat-Niveau her relativ gut hin. Also Nummer 1 heute, ja, steht da hinten, steht schon was, aber ihr könnt es nicht erkennen. Übung Nummer 1 heute, Kniebeugen, 1 Minute lang. Denkt wieder dran, dass ihr die Fersen auf den Boden lasst und kippt an der Knie. Also dass ihr schön tief runtergeht, die Hüfte unter dem Knie habt. Ja? Und nicht gleich so anfangen und dann bleibt ihr noch 10 Sekunden zu, sondern guckt, dass ihr relativ gleichmäßig hier reinarbeitet. 1 Minute lang. Wenn ihr die Minute voll habt, macht ihr eine Pause. 1 Minute lang und die 2. Minute sind Sit-Ups. Hier ist es erlaubt, weil wir halt viele Runden machen wollen, dass ihr mit den Armen von ganz hinten Schwung holt. Hier holt ihr Schwung, dann kommt es mindestens hier hoch. 1 Minute lang. Immer wieder die Sit-Ups. Ihr könnt euch eure Wiederholungszahlen notieren. Wir machen eine Tabelle, wo ihr das eintragen könnt und eure Rundenanzahl. Die bestimmt ihr selber, aber versucht euch mal, ich sag mal, von Tag zu Tag einzusteigen. Also tut euch wirklich mal richtig weh. 5 Runden sind auf jeden Fall drin. Ich denke, wir haben Cracks, die können 20, 30 Runden durchmachen. Okay? Bis morgen. Viel Spaß. Ciao.